Ja, herzlich willkommen zu unserem Beitrag, der sich ganz wunderbar in den Themenblock Mixed Use einfügt. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kann man eine gelingende Mixed Use oder Quartiersentwicklung wahrscheinlich machen? Oder anders gefragt, welche wichtigen Zutaten braucht es, damit Bewohner und Betreiber konfliktfrei miteinander leben und arbeiten können? Mein Name ist Holger Schneider, ich bin Sales Manager von Rigopol Acoustics. Und wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten sehr intensiv mit dem Thema Wohnen über dem Supermarkt. Unsere akustischen Lösungen sind ein Baustein für die Vermeidung von Lärm in Mixed-Use-Gebäuden, also zum Beispiel ausgehend von Rollgeräuschen, welche am frühen Morgen in der Warenverräumung im Supermarkt den Arbeitsbeginn ankündigen. Das ist natürlich immer sehr schlecht für die Bewohner, die dann oben drüber wohnen. Aber ich habe mir heute auch zwei Experten dazugeholt, die mit ihrer Expertise und Erfahrung eine Menge über erfolgreich umgesetzte Mixed-Use-Projekte berichten können. Das ist zum einen Markus Saal, der Geschäftsführer der ITA Ingenieurgesellschaft in Wiesbaden, und zum anderen Ralf Sadowski, Geschäftsführer von der Wilma Bau- und Entwicklungsgesellschaft in Frankfurt. Herzlich willkommen. Ja, ich möchte zunächst einen interessanten FAZ-Artikel zitieren, der sehr gut zu unserer Überschrift passt. Und zwar, wer wissen will, wie ein lebenswertes Neubauviertel aussieht, der sollte den Frankfurter Bogen besuchen. Dort ist auch manches für die Planung künftiger Baugebiete zu lernen. Und Herzstück dieses Quartiers, das sind die Grabensteiner Arkaden. Und Sie ahnen es, Herr Saal und Herr Sadowski haben sich einige Jahre mit den Grabensteiner Arkaden befasst. Und beide haben mit Weitblick geplant und umgesetzt und dabei die Lebensqualität der Bewohner in den Vordergrund geschoben. Und an den Grabensteiner Arkaden wollen wir uns hier exemplarisch ein wenig abarbeiten und herausstellen, was den Erfolg dieses Mixed-Use-Projektes aus unterschiedlichen Sichtweisen ausmacht. Das ist zum einen die Perspektive des Bauphysikers oder auch Akustikers, der sicherstellen muss, dass die Qualitätsansprüche der Bewohner berücksichtigt werden. Und konkret heißt das, dass dort, wo qualitätsvolles Wohnen versprochen wird, da muss dies auch für die Bewohner erlebbar sein. Und das verlangt die Rechtsprechung und das lässt sich auch anhand der sich immer weiter verschärfenden Baunormen feststellen. Und zuletzt spielt es das Thema ESG-Strategien, das ESG-Denken natürlich auch immer mehr dort hinein, wenn es geht um die Risikovermeidung. Ja, vielleicht, Herr Saal, fangen Sie an. Und zwar, ich habe folgende Frage, Herr Saal. Können Sie das allgemein oder auch am Beispiel der Grabensteiner Arkaden so ein bisschen ausschmücken, was im Grunde so das Thema Normen anbelangt oder auch das qualitätsvolle Wohnen, wie wird das sichergestellt sozusagen in der Planungsperspektive? Ja, sehr gerne. Im Grundsatz haben wir erstmal einen Zielkonflikt zwischen ruhigem Wohnen, was die Anwohner gerne möchten, und mit gewerblicher Nutzung, wie hier dem Vollsortimenter, einhergehender Lärmbelästigung, die auf ein Maß reduziert werden müssen, dass eben kein Widerspruch entsteht. Grundsätzliche Punkte, die hier zu beachten sind, ist zum einen die Bauakustik, der bauliche Schallschutz innerhalb des Gebäudes. Das heißt, die schon angesprochenen Rollcontainer oder Hubwägen, Fahrbewegungen, die auf den Rüttelfliesen des Vollsortimenters passieren, ergeben Körperschallspitzen, die natürlich in den Rohbau eingetragen werden und bis in die Wohnung im darüberliegenden ersten Geschoss übertragen werden und auf ein Maß begrenzt werden müssen, dass sie möglichst wenig oder gar nicht wahrnehmbar sind oder zumindest einen sehr geringen Pegel haben. Also ist die erste Aufgabenstellung, insbesondere im Bereich des Bodenaufbaus, entsprechend hochwertige Lösungen zu finden, um eine Körperschall- und Luftschallübertragung in das darüberliegende Wohngeschoss zu begrenzen. Der zweite Aspekt ist der Schallemissionsschutz. Das heißt, Lärm, der über Außenflächen übertragen wird. Dazu gehören zum einen die haustechnischen Anlagenkomponenten, die hier am Grabensteiner Platz als einzige Möglichkeit im Innenhof platziert wurden, um den Vollsortimenter zu kühlen, mit Luft zu versorgen und so weiter. Und natürlich die Andienung des Vollsortimenters, die auch, weil es eine gewerbliche Nutzung ist, emissionsrechtlichen Vorgaben unterliegt. Auch hier sind entsprechende Emissionsberechnungen vorzunehmen. Letztendlich gibt es einen Mindestschallschutz, der baulich umzusetzen ist.
Das wäre die Emissionsrichtwerte innen für die Rollgeräusche, die aber zulassen würden beispielsweise, dass von 6 bis 22 Uhr Pegelspitzen von 35 dBA plus 10, also 45 dBA hörbar wäre. Und das ist natürlich für die Nutzer nicht zumutbar, weil damit ab 6 Uhr morgens kein Schlafen mehr möglich wäre. Das heißt, da wird einfach die Nutzerakzeptanz zwingt, in die Planung zu einem erhöhten Schallschutz, dass man mindestens 10, besser 20 dBA noch niedriger ist, dass man diese Geräusche gerade noch vielleicht wahrnehmen kann, aber dass eben keine Störgeräusche mehr darstellen. Und dasselbe ist die bauliche Konstruktion. Das heißt, was den Luftschall angeht, wird es letztendlich der erhöhte Schallschutz so umgesetzt, dass Sie innen drin in der Wohnung keine Luftschallgeräusche mehr hören, sondern vielleicht gerade noch die Bewegung von diesen Rollcontainern. Also geht es eigentlich darum, Nutzerakzeptanz, nicht nur ein erhöhter Schallschutz, wie beispielsweise im Sinne der neuen DIN 41 und neuen Teil 5 Ausgabe 2019. Ja. Ja. Vielleicht noch eine Zwischenfrage. Wo sehen Sie in der Zukunft weiter Herausforderungen bei Mixed-Use-Projekten, also aus Ihrer Perspektive der planerischen? Ja, die Erfahrung zeigt, dass wir immer mehr die Trennung, die strikte Trennung zwischen wie hier Einkauf und Leben, auch die strikte Trennung zwischen anderen Nutzungen, wie zum Beispiel der besonders kritischen Fitnessnutzung, wo Laufbänder stehen, wo Gruppenräume sind mit elektroakustischer Musik. Auch das bekommen wir in letzter Zeit immer wieder in die Kombination mit Wohnungsnutzung, die unmittelbar angrenzen. Und grundsätzlich ist das umsetzbar, aber natürlich mit der entsprechenden Sorgfalt in der Planung und Ausführung. Vielen Dank Ihnen. Ja, nun kommen wir zur Sichtweise des Projektentwicklers. Herr Sadowski, die Grabensteiner Arkaden sind sicherlich ein Aushängeschild für eine qualitätsvolle Umsetzung einer Quartiersentwicklung. Was können Sie zu dieser Quartiersentwicklung berichten? Und ja, was gab es aus Ihrer Sicht für Erfolgsrezepte? Auch die Besonderheiten des Projektes, die würden uns sehr interessieren. Ja, vielen Dank. Also als Entwickler haben wir damit für uns Neuland betreten. So eine Mixed-Use-Immobilie hatten wir noch nicht vorher entwickelt. Und wir sind sehr schnell vor die großen Herausforderungen gestellt worden, wie man diese zwei auch völlig gegenseitigen Interessen von einmal Gewerbenutzung und einmal qualitätsvollen Boden jetzt innerhalb eines Gebäudes bestmöglich verbinden soll. Wir wollten dabei jede Partei gut berücksichtigen. Jeder hat da seine Anforderungen, die Marktbetreiber auch sehr. Die Wohnen, das kennen wir alle, was man da für Anforderungen hat. Und das jetzt zu kombinieren, war in der Tat nicht einfach. Wir hatten erstmal eine sehr gute Basis, nämlich wir haben ein Quartierszentrum gebaut in einem schon sehr lange entwickelten Gebiet und das war der letzte Baustein zur Vollendung des ganzen Gebietes. Insofern war ringsherum eine große Bewohnerschaft schon in Erwartungshaltung und freute sich auf dieses Quartierszentrum. Insofern wurden wir da als Entwickler mit offenen Armen empfangen, nicht nur von der Bewohnerschaft, sondern auch von Politik und Verwaltung. Insofern hatten wir einen guten Start, den haben wir ausgenutzt, aber nichtsdestotrotz war es dann planerisch eine Herausforderung, diese beiden Interessenslagen übereinander zu bringen. Wir haben eine ganz wichtige Entscheidung ganz vorne ab getroffen und zwar haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ist das Teileigentum oder ist das Globaleigentum hier die beste Lösung? Wir selbst sind kein Bestandshalter, wir brauchen also diesen Exit. Und wir haben uns früh dazu entschieden, das ganze Gebäude in das Globaleigentum eines Investors zu geben, und zwar einen, der sowas schon kann. Viele Investoren können entweder wohnen oder entweder Gewerbe, und wir brauchten eben einen, der beides kann, in Persona des Asset Managers, und den haben wir gefunden mit der Patricia. Insofern war das auch eine ganz wichtige Voraussetzung. Dann haben wir uns im Entwicklungsprozess ganz eingehend mit dem Verschalten dieser beiden Nutzungen auseinandergesetzt. Das fängt schon beim Parken an. Der Supermarktbetreiber möchte seine Parkplätze freihalten, die Wohnungsparker natürlich genauso. Da mussten wir uns also schon mit zwei Tiefgaragenebenen helfen, die dann auch noch durch Sicherheitssysteme voneinander getrennt wurden. Und das Thema Trennung zog sich eigentlich durch die ganzen Geschosse. Es gibt im Erdgeschoss mannigfaltige Geschäfte. Da haben wir einen Deckel drüber gelegt und auf diesem Deckel entwickelt sich dann das Wohnen nach oben. Aber Sie können sich vorstellen, dass allein von der Seite der Erschließung als auch von der Haustechnik da mannigfaltige Durchdringungen immer wieder vonstatten gehen. Und das waren jedes Mal immer wieder Schnittstellen, wo wir uns bestmöglich über eine Trennung
unterhalten mussten, auch unter Ziehung aller Register im technischen Bereich. Schallschutz ist da ein ganz wichtiges Thema, aber es geht auch neben diesem Thema um Themen wie der Sichtbarkeit, Werbung, Erreichbarkeit, einerseits der Zugänge, der Andienung, Sie haben es schon erwähnt. Also immer wieder hatten wir das Thema der Trennung und das mussten wir in ganz, ganz vielen Aspekten abarbeiten. Bis hin zur Klimatechnik, Herr Saal sprach es schon an. Wo steht die, wer kann die sehen, wer kann die hören? Also das waren immer wieder Themen, wie man diese beiden Bereiche voneinander trennen kann. Es ist uns, denke ich, hier sehr, sehr gut gelungen. Wir konnten qualitätsvolles Wohnen hier wirklich generieren. Dieser Innenhof bietet fast eine ruhige Oase, nach der sich alle Wohnungen orientieren. Und unten drunter ist trotzdem die Erreichbarkeit und Sichtbarkeit der Gewerbetreibenden aufs Beste gegeben. Und trotzdem gibt es immer wieder dazwischen Treppenhauseingänge, wo man merkt, aha, hier ist eine andere Nutzung. Das konnte man aber dank des sehr guten Architekten, der das auch wunderbar hinbekommen hat, ganz gut integrieren. Also alles in allem ein sehr erfolgreiches Projekt. Der Investor hat es uns gedankt. Der hat zwei zufriedene Mietparteien, die gut miteinander auskommen. Trotzdem brauchen wir auch hier eine sehr gut funktionierende Hausverwaltung, die in der Lage ist, beide Parteien auch in der Betriebsphase dann zu managen. Also wir von der Wilma sind sehr, sehr zufrieden mit dem Projekt und haben dank ausgereifter technischer Lösungen auch bis heute da wenig Beschwerden. Ja, Herr Sadowski, auch Ihnen vielen Dank. Ich danke auch nochmal dem Herrn Saal. Vielen Dank für Ihre beiden Beiträge. Nähere Informationen, eine Case Study zu dem Projekt Grabensteiner Arkaden werden Sie finden auf der Veranstalter-Homepage. Da wird noch ein bisschen was aufbereitet sein. Ja, dann möchte ich abschließen. Vielen Dank den Zuhörern für die Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch einen weiterhin interessanten Verlauf. Vielen Dank. Vielen Dank.